war dann im Ziel irgendwie doch überrascht, dass es so schnell ging. Und dann meinte einer aus dem Verein, hey, du bist Zweite. So zusammen, hallo, herzlich willkommen hier im Video. Es ist schon wieder Wettkampf und die hören im Moment überhaupt nicht auf, weil wir haben heute Donnerstag. Was ist das für ein Feiertag? Himmelfahrt. Die Himmelfahrt und am Sonntag ist gleich wieder. Wir brauchen etwas mehr heute. Es ist Waiblingen Triathlon. Der ist nicht so weit weg, aber wir haben gerade noch die Fahrräder ins Auto packen müssen. Dazu in einem anderen Video mehr, möglicherweise hier oben verlinkt. Jetzt muss das alles in den Rucksack. Essen in unseren Magen, weil es geht um 13 Uhr los. 13.15 Uhr, 13.30 Uhr. Das heißt, Mittagessen um 12 ist nicht so praktisch. Und ja, es ist mal wieder der normale Wahnsinn, wie immer vor so einem Wettkampf. Wir packen jetzt mal alles das hier ein, dann haben wir alle nur noch zwei Rucksäcke hoffentlich und einen Beutel und dann, ja, essen wir mal noch was. Also, wir haben jetzt gerade festgestellt, dass unsere Kamera manchmal die Aufnahme abbricht. Lotta hat gemeint, dass deftiges Essen vor süßem Essen nicht gut im Magen liegt. Also haben wir jetzt den Nachtisch vorgezogen, was man jetzt wohl grundsätzlich immer machen sollte. Ich bin gespannt, ob jetzt ganz viele Leute in die Kommentare schreiben, oh nein, Lotta, ist genau andersrum, deswegen gibt es ja immer das süße Nachtisch. Aber so ist es jetzt. Wir essen jetzt den Süßkram erst. Lotta hat gemeint, zu Hause wurde immer mit Verstand gegessen. Deswegen sehr schnell, weil bei so vielen Leuten am Tisch, da muss es einfach schnell rein, sonst kriegt man nichts mehr. Jetzt essen wir mit Genuss und ihr müsst uns dabei nicht zugucken. Wir sehen uns einfach gleich im Auto wieder, wenn wir alles eingepackt haben, umgezogen sind und fertig. Juti, wir sind jetzt auf dem Weg. Ungefähr 10 Minuten brauchen wir mit dem Auto. Die ganze Vorbereitung war irgendwie sehr viel aufwendiger als wahrscheinlich die Fahrt an sich. Aber was tut man nicht alles für einen tollen Triathlon in der Nähe von einem kleinen Verein? Ich wäre ja auch mit dem Fahrrad gefahren, aber dann hat man das Fahrrad dabei und dann, ach, das ist so kompliziert. Jedenfalls gerade, wenn es dann nicht so warm ist und die ganzen Schwimmsachen und der Rucksack und wir haben keine Beutel. Und wo tut man dann die Sachen hin, die man jetzt zum Beispiel irgendwo während dem Wettkampf nicht braucht? So, das ist halt so das Problem. Wir haben auch niemanden. Oma ist nicht mit dabei, die auf die Sachen aufpasst. Das heißt, dann haben wir wenigstens das Auto, wo man Sachen deponieren kann. Ja, wie macht ihr das denn? Also wenn ihr zu zweit startet oder sogar als Familie, würde oder uns mal interessieren. Oder ganz alleine. Oder alleine. Leute, die gehen alleine zu einem Triathlon und starten alleine und kennen gar niemanden. Wie macht ihr das? Unten in die Kommentare. Ja, also ist schon so eine Sache von Logistik und Organisation. Aber wir werden immer besser. Dafür macht man es ja auch, um Erfahrung zu sammeln und Routine. Und nächstes Mal fahren wir dann einfach mit dem Rad. Ja, wie man sieht, die Parksituation ist hier nicht ganz so nett, aber man parkt hier auch sehr großzügig, wenn man sich das mal anguckt. Dabei sind das gar nicht mal alles SUVs, ne? Es sind zum Teil auch Da wird einfach so geparkt, dass... Nach mir die Sintflut und schön, dass wir jetzt schon den Parkplatz haben. Ja, wir holen jetzt die Startunterlagen und dann gehen wir zurück, holen unsere Sachen und dann schauen wir mal, wie die Wechselzone aussieht. Stell mich mal hier an. 3, 6, 7, 5. Gut. Super, dankeschön. Dankeschön. Super, dankeschön. Ja, danke. Also, wir sind zurück am Auto und jetzt spielen wir Tetris rückwärts. Die Räder müssen wieder raus, die Taschen müssen raus, die Sättel müssen rein und dann geht's ab in die Wechselzone. Wir haben jetzt 11.32 Uhr, das heißt, wir haben noch gut Zeit. Anderthalb Stunden mindestens, eine Stunde 45 Lotta, zwei Stunden ich. Das klappt schon. Startnummer haben wir, steht auch auf der Hand. Lotta zieht sich schon aus. Ich höre mal auf mit Filmen, wir fangen hier mal an auszuräumen. Hallo! Viel Spaß! Dankeschön! Ja, geht trotzdem! Da steht überall Volkstriathlon!
Da kann man sich einen Platz raussuchen oder gibt es Nummern? Nee, das wird ja irgendwie eine Nummer sein, oder? Ja, ne, es gibt keine Nummern. Ja, super. Das sind ja Sodom und Gomorra hier. Ja, aber keine Ordnung, wie kann denn das sein? Kann ich mir einfach einen Platz raussuchen? Aber sonst ist schön. Das ist doch das erste Mal, dass wir nebeneinander stehen, oder? Ja, das ist der Vorteil an Sodom und Gomorra. Hi. Ja, das sind wir nämlich gerade, das sind wir gerade auch dabei. Also ich bin irgendwie etwas. Erklärt haben Sie hi. Hier hoch, da oben raus, wo der junge Mann steht. Also da machen sie nachher noch auf. Sie auf, ne? Das und dann kannst du da auf den grünen Streifen, wo der andere mit dem Fahrrad gerade läuft, und dann hoch bis zum Bagger. Genau. Nach dem Bagger rechts raus. Mama! Ist auch ein bisschen problematisch mit dem Pommesverkauf hier, Lotta. Ja. Es könnte sein, dass dann nachher Leute Pommes holen. Ja. Wir müssen dann warten. Super, auf geht's! Ja, guck, wir können hier direkt. Wollte ich gerade sagen, wir können direkt ins Babybecken uns einschwimmen. So, wir haben jetzt endlich einen Spind gefunden, zwei Spinde. Wir können ja unsere Sachen einschließen, ein Traum. Aber dann können wir halt gleich nicht mehr füllen. Also ich habe gerade noch überlegt, ob es nicht sinnvoll ist, jetzt die Sachen einzuschließen und dann vielleicht nachher nochmal wiederzukommen. Aber wir müssen noch Neo anziehen und alles macht keinen Sinn. Also packen wir jetzt alles hier rein und dann geht hier das Licht aus und dann sind wir erst nach dem Wettkampf wieder hier. So, das war's. Ging super schnell. Und wir sind beide zufrieden, beide ins Ziel gekommen und gehen jetzt erstmal duschen. Das heißt, ihr müsst noch einen Moment warten. Auswertung kommt später. Badegäste? Teilweise. Wenn man auf die Rucksäcke guckt, dann erkennt man, dass es keine normalen Badegäste sind. Und auch wenn sie im Einteiler kommen mit Startnummer, dann weiß man auch Bescheid. Aber ansonsten sind hier, glaube ich, heute auch normale Badegäste. Okay. So, Leute, schicke Frisur hast du. Ja, das ist meine Sturm. War der super Föhn. Erstes Fazit. Ich bin mega zufrieden. Ich bin, glaube ich, zum allerersten Mal theoretisch auf dem Treppchen, nur dass es wohl keine Siegerehrung gibt. Hm. Ich habe mich an einer aus dem Verein orientiert und immer daran lang gehangelt. So beim Schwimmen war sie irgendwie 5 Leute vor mir oder so. Da habe ich sie nicht getroffen, sie ist einfach auch schneller. Und dann beim Radfahren hat man sich aber immer wieder gesehen, weil es halt hin und her ging. Und dann dachte ich, oh ja, ich hole ein paar Plätze auf. Und ich wurde auch noch irgendwie von 2 Leuten überholt oder so. Aber das lief gut, Radfahren. Laufen ist ja nicht so meine Disziplin, aber ich habe auf jeden Fall nicht nachgelassen. Behaupte ich jetzt einfach mal. War dann im Ziel irgendwie doch überrascht, dass es so schnell ging. Und dann meinte einer aus dem Verein, hey, du bist Zweite. Also, das ist mir noch nie passiert. Ich bin ganz stolz auf mich. So, ich wollte vorhin nochmal auch ein Feedback von mir geben, aber dann wurde es etwas laut mit dem Lautsprecher. Und jetzt mache ich das einfach hier, weil wir haben uns entschlossen, hier nochmal die obligatorischen Pommes heute mit Currywurst zu essen. Und war super. Neoschwimmen war toll. Ich bin unter 9 Minuten geschwommen, was für mich eine tolle Zeit ist. Dann Radfahren, super, bis ich einmal die Nase ausgeschnaubt habe und dann habe ich Nasenbluten bekommen. Und dann habe ich natürlich versucht, dass das keiner sieht, ne? Weil sonst ziehen sie mich noch aus dem Rennen. Und das, ihr verratet das jetzt auch nicht weiter. Und dann hatte ich damit lange Probleme. Bin dann in der Wechselzone, habe ich dann versucht, irgendwie noch so ein bisschen die Nase zu putzen. Das war keine gute Idee. Dann hatte ich auf dem ersten Kilometer Laufstrecke wieder Nasenbluten und habe dann versucht, das irgendwie abzustellen und habe dann ständig Blut gespuckt. Das war richtig, richtig schlimm und ich war froh, dass da niemand auf der Laufstrecke war, weil das, ich hatte dann überall Blut, aber Laufen ging auch gut und es war eine 1,19 irgendwas, damit bin ich echt zufrieden. Mein Fuß weiß ich noch nicht, hat ein bisschen weh, aber hat er jetzt, es tat nicht weh. Ich habe gespürt, dass mit dem Fuß was nicht ist. Wie die Sehne sich jetzt verhält in den nächsten 3-4 Stunden, werde ich sehen. Die letzten 2 Tage war es gut. Heute Morgen habe ich sie wieder gespürt. Das ist dann auch nur, weil ja Wettkampf ist heute. Aber alles in allem bin auch ich zufrieden. Lotta ist final tatsächlich 2. in der Altersklasse. You what? Es ist
eigentlich eine besondere Wurst bei Currywurst? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also Lotta, wir hatten jetzt beim ersten Wettkampf hatten wir nur Pommes. Beim zweiten Wettkampf gab es Pommes mit Chicken Wings, Chicken Nuggets. Beim ersten Wettkampf hatten wir Pommes. Meinst du bei irgendeinem Lauf? Beim Lauf, hier beim Lichtenwald, da hatte ich nur Pommes. Oder du wir nur Pommes. Pommes, ja. Und dann hatten wir Pommes mit Chicken Wings, mit Chicken Nuggets. Und das ist jetzt Currywurst. Wie würdest du es einkategorisieren? Also sie sind nicht ganz so knusprig wie die letzten. Aber sie sind halt sie sind größer. Dafür breiter. Ja. Und das ist eigentlich auch ganz geil. Ja. Und es ist Curry dabei. Das ist so, wir mögen beide, glaube ich, Curry und dann ist das ganz gut. Könnte immer mehr Soße sein. Immer. So, schon ziemlich leer hier. Ich habe die Pommes jetzt schnell reingehauen, weil es war eigentlich keine gute Idee, aber wir haben nicht so viel Zeit. Die sind hier halt schon am Abbauen und man kann das Fahrrad nur bis zu einer gewissen... Also dann passen sie halt nicht mehr drauf auf. So, jetzt muss ich den ganzen Kram hier wieder einpacken und manche Sachen können auch direkt dann in die Wäsche. Aber ich glaube, der Neo ist wenigstens trocken. Und es sieht auch aus, als wäre alles noch da. So, Lottas Rad, mein Rad. Lange nix. Lange nix. Hast dir keine Mühe gegeben? Ja, ich war froh, dass ich ihn überhaupt irgendwie rausgekriegt habe. Ja. War nicht so einfach. Verstehe ich. So, haben wir alles eingesammelt? Ja, ich hoffe doch. Jo. So, da sind wir wieder. Jetzt haben wir zumindest schon mal zwei Drittel des Tages geschafft. ja. Die Fahrräder stehen hinten wieder fest verstaut, müssen nachher noch ein bisschen geputzt werden. Und das Auto muss auch noch geputzt werden. Aber nicht mehr heute. Aber wir sind schon sauber. Ja, wir haben ich bin schon wieder dreckig. Wir haben festgestellt, dass es sich für die kurze Strecke nicht lohnt, die Fahrräder so hier hinten reinzupacken. Das nächste Mal würden wir tatsächlich mit dem Fahrrad hierher fahren. Wir können Sachen einschließen. Das wussten wir alles nicht vorher. Und es war jetzt eine gute Übung, dieses Ding mal zu testen, die Fahrradhalterung. Also das funktioniert schon gut. Wir müssen nur noch ein bisschen Platz optimieren, weil da kriegen wir nicht genug Gepäck für ein Challenge rein. Das heißt, wir müssen mal gucken, wie wir das schaffen. Aber da gibt es ein anderes Video dazu. Wir fahren jetzt nach Hause, packen alles aus, machen alles sauber und dann... Und dann können wir endlich mal die Beine hochlegen. Ja, genau. Ist ja heute auch Feiertag, ne? So? Theoretisch, ja. genau. Wenn es euch gefallen hat, abonnieren, liken, wie immer. Dann bleibt ihr dran. Die nächsten Videos kommen bestimmt. Am Sonntag ist Stadtlauf in Stuttgart. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin euch, dir viel Spaß beim Training und bleibt gesund. Bis bald. Bis dann. Ciao, ciao.